So, es geht endlich weiter mit dem Pulli. Und zwar habe ich jetzt alle Teile soweit gestrickt. Beide Ärmel sind fertig. Und jetzt müssen wir alle Maschen zusammenführen, also alle stillgelegten Maschen. Wir haben ja hier einmal die Maschen am Ärmel stillgelegt und hier am Rumpf. Und jetzt müssen wir alles zu einem zusammenführen. So, wir haben ja hier immer, hatten wir ja die Maschen abgenommen, hier zwischen. Und auch bei den Ärmeln haben wir ja auch am Anfang und am Ende die Maschen abgenommen. Das sind dann die Maschen, die hier so, zip, 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 zip. Das wird dann, upsala, das wird dann hier so zusammengeführt. Und diese Maschen sind ja stillgelegt. Die kommen jetzt mit auf hier diesen großen Teil. Also werden wir jetzt anfangen, wie gesagt, die Maschen einmal zusammenzuführen. Das werde ich jetzt machen. Und zwar kommt jetzt alles auf eine Rundstricknadel. Ich nehme natürlich da die große, die ich hier in der Mitte habe. Und da kommen jetzt meine Ärmelmaschen mit drauf. Und das mache ich jetzt einmal gerade. Und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt haben wir wirklich eine ganze Menge Maschen hier in der Runde. Aber es sieht jetzt schon so langsam nach Pullover aus. Die Ärmel sind dran. So, wir müssen jetzt ein paar Runden einfach nur glatt rechts rüber stricken. In der Anleitung steht 3 cm. Das werden wir jetzt einmal für uns tun, also in der Runde auch mit eurer Hauptfarbe hier 3 cm. Und danach, ihr seht schon, ach, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Danach fängt endlich unsere Rundpasse an. Und jetzt beginnt der Spaß. Also, wir stricken jetzt erstmal in Runden 3 cm und dann geht es endlich los. So, ich bin jetzt so weit, dass ich hier unten mit diesem ersten Muster anfangen kann. Wie gesagt, diese ganzen Daten, alles, die Anleitung, die habt ihr ja zur Hand und ihr strickt ja, denke ich, vielleicht auch eine ganz andere Größe als ich. Deswegen rede ich hier auch gar nicht über die Maschenzahl jetzt. Wir orientieren uns ja jetzt nur noch nach den Strickschriften hier. Und zwar, jetzt kommt die erste Farbe hinzu. Ich nehme dieses Grau. So, und wir stricken natürlich hier unten geht's los. Ich habe euch eben hier oben das gezeigt. Das ist das letzte Muster. Hier unten geht es los. Natürlich bei der 1, Bianca. Also, und zwar, wie gesagt, wir brauchen jetzt 2 Maschen grau, 2 Maschen blau. Ich habe das ja schon etliche Male gezeigt. Meine Fadenhaltung, wenn ich vereilt stricke. Also, wir gehen zuerst hier unten beim kleinen Finger rein mit beiden Fäden und ich lege mir hier beide Fäden über dem Finger. Ich habe das hier mit einem leichten Knoten einmal befestigt, das mache ich nachher aber wieder auf. Das ist nur am Anfang, um dass der Faden nicht ganz so locker ist, weil ich den ja jetzt neu annadel. Also, wir haben hier beide Fäden über dem Finger. Jetzt nehme ich den ersten Faden runter und drehe ihn mir hier auf meinem Finger wieder so drauf. Und nun kann ich wunderbar im Wechsel arbeiten. Also wir stricken 2 Maschen grau, 2 Maschen blau. Und das machen wir die ganze Runde und nicht nur diese Runde. Also ihr habt ja wie gesagt auch eure Strickschrift. 1, 2, 3, 4 Runden. 4 Runden lang, ohne irgendwelche Abnahmen oder Zunahmen. 2-mal grau und 2-mal blau.
Und das machen wir jetzt insgesamt 4 Runden. So, die ersten 4 Reihen sind geschafft. Das seht ihr hier dran an diesen 4 Fäden hinten. So sieht das jetzt vorne aus. Hier der Anfang. Wir wollen noch einmal lesen, was wir jetzt machen müssen. Also hier ist in der 5. Runde, also die wird einfach nur gestrickt in Blau. Aber wir müssen 2 Maschen, jedenfalls ich in meinem Fall, ich habe jetzt noch 323 Maschen. Ich habe ja die größte Größe gestrickt. Und weil wir bei dem nächsten Musterrapport hier, der geht über 10, da muss ich natürlich hier einen 10er haben und habe ja die 232 Maschen und muss dann halt 332 und muss natürlich hier die 330 haben. Ihr müsst dann bei euch gucken für eure Größe. Wie gesagt, ihr könnt euch das auch kostenlos runterladen. Und also die nächste Runde wird wirklich nur rechte Maschen gestrickt in Blau und ich muss 2 Maschen abnehmen. So, danach strickt ihr diesen Abschnitt. Das ist halt hier dieser 10er Rapport. Und ich werde das jetzt auch stricken und werde tatsächlich da, wo die Abnahmen immer sind, da werden wir wieder zusammenkommen. Ihr nehmt euch hier eure Strickschrift raus und dann könnt ihr dann da, weil ich denke, man, das wiederholt sich jetzt immer mit der Fadenhaltung und alles. Das muss ich euch nicht immer zeigen. Ich werde jetzt 2 Maschen abnehmen hier in meinem bei der nächsten Runde. Danach stricke ich hier von 6 bis 25 und dann in der 26. Runde, da treffen wir uns wieder, weil da ist die nächste Abnahme. Und ich denke, das werden wir jetzt die nächsten Schritte so machen, weil, wie gesagt, das wiederholt sich jetzt alles. Also, so sieht das jetzt hinten aus. So sieht das vorne aus. Die nächste Runde einfach nur in Blau. Und danach, wie gesagt, stricken wir das. Und hier in Runde 26, da treffen wir uns dann wieder.